Also diese Task ist eine echte Herausforderung, aber probiert es einfach und wenn du es nicht rauskriegst, dann machen wir es einfach zusammen. Man fängt jetzt mal an, hier ein paar Sachen zu importieren, Pandas, Matplotlib und IP-Widgets, das Interact, damit man auch was Interaktives darstellen kann. Dann lädt man zwei Dateien. Einmal diesen Tanzania-Craton hier und dann nochmal diese Kontrite hier. Was man darstellen soll, sind seltene Erden und auch normalisiert. Und zum Normalisieren braucht man eben Kontrit-Daten und die bekommt man hierher. So, ich komme gleich zu den restlichen Sachen hier. Also aus dem hier muss man dann die seltenen Erden herausfiltern. Und muss jedem entsprechenden Filter bauen, um die entsprechenden Spalten zu bekommen, in denen die seltenen Erdelemente drinstehen. Was dann passieren wird, ist, dass es einige Zeilen gibt, in denen keine seltenen Erdelemente drinstehen. Und wenn man den Filter hat, dann kann man auf diesen Filter, auf diese Zeile, wo man diese Daten selektiert, noch eine weitere Methode anhängen, nämlich die hier unten, Drop Nah. Das steht für Drop Not a Number oder so ähnlich. Null steht einfach nur dafür, dass es Spalten sind, Zeilen sind. Wenn hier eine 1 stehen würde, wären es Spalten. Also hier steht nur eine 0, das heißt, dass in den Spalten geguckt, also in Spalten geguckt wird und in den Spalten, wo keine Zahlen stehen, dann, also wenn in allen keine Zahlen stehen, das bedeutet es all. Es könnte ja sein, dass vielleicht bei, in der, es sollen ja die seltenen Erden gefiltert werden, dass vielleicht ein Gadolinium eine Zahl steht, in allen anderen seltenen Erden, Samarium, Neodym und so weiter stehen keine, dann wird diese Spalte nicht gelöscht, sondern nur diese Zeile nicht gelöscht, sondern nur diese Zeilen werden gelöscht, in denen alle wo gar kein Wert drin steht für alle seltenen Erdelemente. Also diese Methode könnt ihr dann anhängen auf diesen Filter, wenn die alle seltenen Erden selektiert sind und dann gibt es Zeilen, in denen keine Werte sind, dann diese Methode mit anhängen. Dafür ist dieses da. So, also das Einlesen, ein Filter anwenden und dann mit diesem Dropnah die Zeilen herauslöschen, in denen überhaupt keine Daten stehen und das passiert dann hier automatisch. Dann die Kontrit-Daten, dann muss man auch in diese Kontrit-Daten einfach mal reinschauen, wie die aussehen. Also die Chondroids, muss man mal gucken, wie die aussehen. Da sieht man, die sind hier verschiedene CI, CM, CV und so weiter. Wir wollen natürlich nur die CI-Kontrite und von denen dann die seltenen Erden. Die muss man auch entsprechend diese Werte raus extrahieren. Und dann muss man aufpassen, wenn man das hat, das habe ich jetzt hier nicht gezeigt, nur wenn man das hat, dann muss man hier, man hat dann CI-Values für die seltenen Erden, also das wären CI-Values seltenen Erden im Grunde genommen, also von allen seltenen Erdelementen, nicht von allen Elementen, und von dort schmeißt man das vierte Element raus. Pop heißt für das Element rausschmeißen. Vielleicht kriege ich das so noch hin. Print CI Values. Das wollte ich hier gar nicht. So, und dann sieht man, dass das sind die CI-Werte für die seltenen Erden, die ich hier extrahiert habe, was hier nicht gezeigt ist. Und dann sieht man, dass hier an der vierten Stelle oder an der fünften Stelle, das fängt ja bei 0 an, gibt es Not a Number, das ist Promethium. Und dann habe ich hier dieses POP 4 gemacht und jetzt fehlte Promethium. Also ich habe Promethium aus der Liste rausgelöscht. Das ist wichtig, weil in dieser Datenbank hier, da gibt es keine Promethium-Daten. Das ist ganz häufig so. Das ist so ein Ding mit den seltenen Erden. Das Promethium ist schwer zu messen, deshalb ist es nicht da. Das heißt, hier gibt es keine Promethium-Daten. Hier gibt es, in der gibt es schon Promethium-Daten und damit schmeißt man einfach das Promethium raus. Das Ganze nicht zweimal laufen lassen. Oder ja, je nachdem, wie man es macht, ist auch egal. Jedenfalls mit dem Pop kann man dann das vierte oder beziehungsweise das fünfte Element hier rausschmeißen. Fange bei 0 an zu zählen. So, wenn man dann den Plot macht, na, alles ist wunderbar, dann wird man wahrscheinlich feststellen, dass möglicherweise die seltenen Erden statt auf der X-Achse zu stehen, auf der Y-Achse stehen. Das will man natürlich nicht, sondern die sollen auf der X-Achse stehen. Und deshalb kann man angenommen, die Data sind die Daten, die man hat. Also das ist dann der Datensatz, den man plotten möchte. Und dann plottet sich alles auf die Y-Achse. Dann macht man einfach Punkt T und dann wird das Ganze transponiert.
Das war es. Das ist einfach eine Methode, um Daten zu transponieren und dann wechselt man dadurch praktisch die Achsen, dass alles, was gerade auf X war, ist dann auf Y und umgekehrt und dann sollte es damit eigentlich funktionieren. Und zu guter Letzt dann noch, das soll natürlich über Interact laufen, und dann einen kleinen Button, mit dem man das einmal normalisiert und normiert und einmal nicht normiert dargestellt wird. Und das Ganze sollte dann ungefähr so aussehen. Also einmal ist es normiert. Im Englischen heißt es normalized, im Deutschen heißt es normiert. Deshalb ist es immer ein bisschen verwirrend. Also normiert. Logarithmischer Plot. Dafür schreibt man, macht man einfach eine y-Scale und dann in Klammer log. Dann ist es logarithmisch. Und wenn man da drauf klickt, dann ist es nicht normiert und dann sieht es dann so gezackt aus. Und deshalb macht man ja auch unter anderem die Normierung, damit es hier weggeht, weil es immer die Ungeraden, die ein bisschen seltener sind. Und das ist natürlich immer so und deshalb, sobald man es normiert, geht das hier raus. Das wäre die Task oder besser gesagt die Challenge. Viel Erfolg dabei. Ihr könnt auch gerne melden, wenn was nicht funktioniert.